Herzlich willkommen bei einer neuen Folge MyFish TV. Mein Name ist Tobias Gafisch und ich begleite dich heute durch diese Folge. Ich möchte dir heute einmal ein paar Tipps an die Hand geben zur Positionierung und zur Bepflanzung deines Aquariums mit den unterschiedlichen Pflanzen, die du so in der Aquaristik zur Verfügung hast. Ganz generell, bevor wir überhaupt mit dem Thema einstellen, möchte ich einmal ganz klar haben, dass in allererster Linie das Wichtigste bei der Gestaltung eines Aquariums ist, dass es dir gefällt. Das ist dein Aquarium und du schaust dort jeden Tag rein und willst dich jeden Tag daran erfreuen. Deshalb, wenn dir irgendetwas missfällt, was ich hier sage, wovon ich denke, dass ich das schön finde, wie man so Pflanzen orientieren und anordnen könnte, mach das so, wie du das gerne möchtest. Aber wenn du dir ein paar Leitlinien mitnehmen möchtest, dann bist du in diesem Video genau richtig. Wir fangen jetzt mal an und unterscheiden zuerst einmal die drei Hauptpflanzengruppen, nämlich die Vordergrundpflanzen, die Mittelgrundpflanzen und die Hintergrundpflanzen. Tatsächlich kann man die eigentlich am einfachsten nach der Wuchshöhe kategorisieren. Vordergrundpflanzen sind typischerweise die flachen Bodendecker. Da gibt es also verschiedenste Pflanzen, die auch sehr unterschiedlich aussehen. Manche haben sehr, sehr kleine, dichte Blätter. Andere sehen aus wie Gras tatsächlich. Wieder andere sehen aus wie sehr dickes Gras. Da gibt es also schon für jeden Geschmack das Richtige. Allen Bodendeckern ist gemein, dass sie halt nicht sonderlich hoch wachsen, sondern statt in die Höhe zu wachsen, wachsen sie in die Breite. Deshalb werden sie auch Bodendecker genannt, weil wenn man sie einmal eingepflanzt hat, verbreiten sie sich über den gesamten Boden und früher oder später hat man damit dann den gesamten Boden seines Aquariums bewachsen, wenn man das denn möchte. Bei den Mittelgrundpflanzen ist es so, dass wir hier ganz häufig auch von sogenannten Solitärpflanzen sprechen. Das sind dann nicht selten Pflanzen, die sich nicht ganz so leicht oder nicht ganz so invasiv von selbst ausbreiten. Das können Stängelpflanzen sein. Für den Mittelgrund bieten sich auch sehr, sehr häufig Aufsitzerpflanzen an. Die möchte ich aber gleich im Anschluss einmal separat besprechen. Gehen wir erstmal den Hintergrund weiter. Der Hintergrund ist dann dominiert von sehr hochwachsenden Pflanzen. Das sind auch häufig Stängelpflanzen. Das kann aber auch sowas sein wie ein Aponogeton, diese klassische Gitterpflanze, die du garantiert schon mal gesehen hast, die einfach extrem lange Blätter hat und damit natürlich weiter hinten im Aquarium besser aussieht, weil es Nerien sind, klassische Hintergrundpflanzen, die groß werdenden Kryptokoryen sind klassische Hintergrundpflanzen, auch die groß werdenden Echinodoren sind klassische Hintergrundpflanzen. Es geht jetzt also erstmal wirklich nur darum, wie hoch wächst eine Pflanze und demnach kann ich mich daran orientieren, ob ich sie weiter vorne im Aquarium einpflanze oder weiter hinten im Aquarium einpflanze, denn das Ziel bei dieser ganzen Kategorisierung ist, ich möchte ja dafür sorgen, dass alle meine Pflanzen, die ich im Aquarium habe, am Ende, selbst wenn sie dann schon fest eingewachsen sind und sich vielleicht auch schon ein bisschen verbreitet haben, immer noch, wenn ich in das Aquarium reinschaue, auch vernünftig gesehen werden können. Und da macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich nach ganz vorne eine sehr hochwachsende Pflanze setze, weil dann sehe ich nicht mehr, was ich dahinter gepflanzt habe. Jetzt gehen wir einmal noch mal kurz auf die Aufsitzerpflanzen ein, weil ich die separat haben möchte, weil es nämlich bei Aufsitzerpflanzen sehr große und sehr kleine Varianten gibt. Das Schöne an Aufsitzerpflanzen ist halt, man kann damit die Dreidimensionalität eines Aquariums ein bisschen besser ausnutzen. Denn anders als die normalen Pflanzen in Anführungszeichen, müssen Aufsitzerpflanzen eben nicht in den Bodengrund gepflanzt werden, sondern werden ganz einfach auf Steine oder Wurzeln aufgebunden. Wenn du also ein Aquarium hast, wo beispielsweise hohe Steine oder hohe Wurzelaufbauten drin sind, dann kannst du diese ja normalerweise nicht bepflanzen, sondern deine Pflanzen wachsen dann um diese Wurzel drumherum, da wo eben noch der Bodengrund ist. Aufsitzerpflanzen kannst du aber einfach entweder mit Sekundenkleber oder mit einem Baumwollfaden oder mit einem Kabelbinder oder mit was auch immer einfach auf diese Wurzel draufsetzen. Mitten drauf, völlig egal wo. Du kannst sie auch einfach in kleine Felsspalten einklemmen. Das ist das, was ich meistens am liebsten mache, denn dann braucht man keine Hilfsmittel. Du suchst dir also irgendwo eine Spalte in der Wurzel oder in den Felsen und kannst dort so eine Aufsitzerpflanze einfach reinklemmen. Und die wächst sich dann dort wirklich fest. Die hat sogenannte Haftwurzeln und hält sich damit am Hardscape fest und kann dort dann einfach weiter wachsen. Und das erlaubt es dir natürlich auch zum Beispiel sehr hoch unter der Wasseroberfläche noch Pflanzen zu setzen auf dein Hardscape, wo du normal gar nicht bepflanzen könntest. Und da gibt es sowohl Vordergrund, Mittelgrund als auch Hintergrundpflanzen, je nachdem wieder, wie groß die Pflanze werden soll. Die typischsten Vertreter sind da sicherlich die Anubias-Pflanzen, gibt es in allen möglichen Variationen, in allen möglichen Größen. Die Buceophyllandras sind immer beliebter geworden in der Aquaristik, weil sie einfach eine tolle Farbenvielfalt haben. So eine Buceophyllandra kann nämlich auch beispielsweise schon mal blau schimmernde Blätter haben oder ganz dunkelrot-lila schimmernde Blätter. Das sind ganz tolle Pflanzen und sehr einfach zu halten. Und natürlich die vorhin auch schon einmal kurz angesprochenen Farne. Java-Farn, Kongo-Farn gibt es auch in unterschiedlichsten Größen, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und auch das sind Aufsitzerpflanzen, die nicht in den Bodengrund rein müssen.
Jetzt habe ich dir gerade ja schon beschrieben, dass große Pflanzen nach hinten sollen und kleine Pflanzen nach vorne, damit du auch in deinem Aquarium alles sehen kannst. Das ist auch soweit richtig. Das setzt allerdings voraus, dass dein Bodengrund eben ist. Das heißt, je nachdem, was für einen Bodengrund du eingesetzt hast, ob Kies oder Soil oder Sand, spielt erstmal keine große Rolle für die Gestaltung. Da geht es nur darum, dass wenn dein Bodengrund eben ist, also er ist vorne genauso hoch wie hinten, dann macht diese Aufteilung Sinn. Jetzt kommen wir aber mal in den Spezialbereich des Aquascapings, wo wir ganz häufig Aquarien sehen, die darauf ausgelegt sind, sowohl in der Gestaltung als auch in der Bepflanzung, eine Tiefenwirkung zu erzeugen. Das heißt, wir schauen in das Aquarium rein und haben den Eindruck, dass dieses Aquarium viel größer ist als das, was wir dort eigentlich vor uns haben und dass dort beispielsweise so eine Gebirgskette nachgebildet ist und wir den Eindruck haben, wir stehen jetzt vor diesem Gebirge und es geht meilenweit nach hinten raus. Das wird durch zwei Tricks erreicht. Der erste Trick ist die Aufschüttung des Bodengrundes von vorne nach hinten. Das heißt, unser Bodengrund ist hinten im Aquarium sehr viel höher als vorne. Wir haben also so eine Schräge. Und was so eine Schräge nämlich erlaubt, ist, dass wir jetzt in der Lage sind, vorne große Pflanzen einzusetzen und hinten ganz kleine Pflanzen einzusetzen. Durch diese Schräge ist es perspektivisch so, wenn wir gerade in das Aquarium reinschauen, dass wir immer noch alle Pflanzen sehen können. Gleichzeitig erzeugt das aber die Illusion, dass die Pflanzen, die kleinen Pflanzen, die wir nach hinten gepflanzt haben, ganz weit weg sind. Weil, ne, klar, alles, was weit weg ist, sehen wir nur noch ganz klein. Und stattdessen die Pflanzen mit den größeren Blättern nach vorne gesetzt werden, um den Eindruck zu erzeugen, dass sie näher am Betrachter sind und viel, viel größer, als sie eigentlich sind. So kann man also mit Pflanzen auch spielen und mit Pflanzen auch einen Zweck im Aquarium erfüllen, beispielsweise eine solche Tiefenwirkung verbessern. Denn wenn wir jetzt so eine Aufschüttung machen würden, vorne flach, hinten hoch vom Bodengrund her und auch ein Hardscape gestalten, beispielsweise so ein angesprochener Gebirgszug, wo hinten ganz, ganz, ganz kleine, feine Steine sind und wir den Eindruck haben, dass halt dieser Gebirgszug meilenweit nach hinten geht, dann kann man das Ganze aber auch kaputt machen, wenn man jetzt die Pflanzenwahl nicht entsprechend wählt und dann wieder dieses klassische Muster geht und nach vorne ganz kleine Pflanzen setzt und nach hinten ganz große Pflanzen. Denn dann haben wir im Hintergrund ganz, ganz, ganz kleine Berge, die den Eindruck erzeugen sollen, dass sie ganz weit weg sind. Und daneben steht eine riesige Pflanze mit einem riesig fetten Blatt. Und das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, das muss zusammenpassen. Für ein normales Gesellschaftsaquarium, wo du bei der Gestaltung also keine ganz besonderen Tiefenwirkungszwecke verfolgst, ist es deshalb, wie gesagt, am sinnvollsten, vorne kleine Pflanzen, dann Mittelgrundpflanzen, nach hinten die ganz großen Pflanzen. In einem Aquascape, wo du eine Tiefenwirkung erreichen möchtest, wo du dem Betrachter das Gefühl vermitteln willst, das Aquarium ist viel größer, als es eigentlich ist, da macht es Sinn, vorne größere Pflanzen einzusetzen und hinten sehr viel kleinere Pflanzen einzusetzen. Aber nur dann, wenn auch dein Bodengrund diese Aufschüttung besitzt. Denn ansonsten verbaust du dir natürlich den Blick auf die kleinen Pflanzen ganz hinten durch die großen Pflanzen ganz vorne. Was die Gestaltung deines Aquariums ebenfalls sehr viel schöner wirken lässt und sehr viel durchdachter wirken lässt, ist, wenn du darauf achtest, dass die Pflanzen, die du nebeneinander setzt oder hintereinander setzt, ähnliche Blattformen haben. Das macht tatsächlich viel aus, weil dadurch wird der Eindruck erzeugt, dass diese Pflanzen wirklich auch zusammengehören, dass es eigentlich eine Gruppe ist, die sich aber beispielsweise in der Größe oder in der Farbe so ein bisschen variiert. Ein schönes Beispiel dafür sind die Rotala-Stängelpflanzen. Da gibt es verschiedenste Varianten von Rotala rotundifolia, die so leicht rötlich wird, Rotala Green, die sehr eindeutig grün ist, Rotala Orange Juice, die tatsächlich so eine gelb-orangeliche Färbung aufweist und Rotala Hara, die eine sehr dunkle Rotfärbung aufweisen kann. Alle diese Pflanzen haben unterschiedliche Färbungen, die Blätter sehen aber gleich aus. Und auch die Wuchshöhe ist relativ identisch. Und das heißt, diese Pflanzen kannst du gut miteinander kombinieren, weil sie eben homogen in der Gruppe wirken, trotz der unterschiedlichen Farbe. Und da kann man so schöne Sachen machen, wie tatsächlich mit diesen Pflanzen einen Farbübergang im Aquarium gestalten. Von grün zu leicht rötlich, zu orangelich, zu richtig schön rot. Mit vier verschiedenen Pflanzen, die aber von der Form alle gleich aussehen. Was auch gut funktioniert, ist Pflanzen zu benutzen, die gleiche Blattformen haben, die aber unterschiedlich groß werden. Damit kann man nämlich gerade wieder diesen Aspekt der Tiefenwirkung besonders schön herausholen. Es macht auch Sinn, solche Pflanzen wirklich untereinander, durcheinander wachsen zu lassen, weil es sehr, sehr natürlich aussieht. In der Regel, selbst wenn du in deinen eigenen Garten reinschaust, wirst du bemerken, dass das Gras nicht an allen Stellen exakt gleich hoch ist. Es sei denn, du hast da wirklich Spaß dran, deinen Rasen wirklich so regelmäßig zu mähen, dass er absolut gerade und gleichmäßig ist. Aber auf einem, sagen wir eher natürlichen Rasen, ist es schon so, dass man unterschiedlich lange Grashalme entdeckt und auch natürlich immer mal wieder andere Pflanzen zwischen dem Rasen entdeckt. Und das kannst du dir als Vorbild nehmen für die Gestaltung deines Aquariums. Achte darauf, dass die Pflanzen schon zueinander passen und auch die Wuchshöhen nicht krass unterschiedlich sind, aber es ist total sinnvoll, verschiedene Pflanzen auch durcheinander wachsen zu lassen.
Bleiben wir mal beim Beispiel der Bodendecker, beim Beispiel der Wiese. Du hast Eleocharis mini als Hauptpflanze, die eben so eine grasartige Wiese erzeugt. Dazwischen kannst du aber an einzelnen Stellen beispielsweise auch ein Eleocharis acicularis pflanzen, um dort an einigen Stellen sehr lange Pflanzen rauswachsen zu lassen. Dann setzt du noch beispielsweise eine Massilia hirsuta mit ein, eine andere Pflanze, die so ein bisschen aussieht wie Klee. Und auf einmal hast du auf deiner Wiese mit den natürlichen, unterschiedlich hohen Grashalmen auch noch so ein paar Kleestängel rausschauen. Ganz fantastischer Eindruck und sehr, sehr easy, weil du musst nicht darauf achten, die Pflanzen großartig separiert voneinander zu setzen. Du willst, dass sie ineinander wachsen und ein bisschen durcheinander wachsen. Und zum Schluss habe ich noch eine Pflanzenart bisher gar nicht angesprochen, und zwar die Moose. Moose zählen auch zu den Aufsitzerpflanzen, denn Moose müssen nicht auf oder im Bodengrund sitzen. Du kannst Moose also einfach auf Holz aufkleben oder aufbinden oder auf Steine aufkleben oder aufbinden oder es auch wirklich einfach wieder in irgendwelche Lücken reinstopfen. Moose erzeugen sofort einen natürlichen Charakter, weil es für uns normal ist, dass wir irgendwo im Wald oder auf der Wiese eine Wurzel oder einen Stein sehen, wo Moos drüber wächst. Das ist etwas völlig Natürliches. Und genau diesen natürlichen Look kannst du natürlich im Aquarium auch nachmachen, indem du an einzelnen Stellen wirklich auch Moose einsetzt. Das Schöne bei Moosen ist, wie die meisten Aufsitzerpflanzen, sind sie sehr, sehr pflegeleicht und sie funktionieren deshalb halt auch in jedem Nicht-High-End-Aquarium. Du musst für Moose und auch für die meisten Aufsitzerpflanzen nicht besonders viel düngen, du brauchst nicht besonders viel Licht, du brauchst auch nicht wirklich zusätzliches CO2, sondern die sind sehr genügsam und können aber in jedem Aquarium sofort einen sehr natürlichen Effekt erzeugen. Ich weiß natürlich auch, dass das Thema sehr komplex ist, weil um das wirklich zu durchdringen, um da wirklich fundierte Entscheidungen treffen zu können, müsstest du eigentlich alle möglichen Pflanzen kennen. Und deshalb findest du unten in der Videobeschreibung auch nochmal verschiedene Listen, verschiedene Ansatzpunkte, wo du dich über verschiedene Pflanzen informieren kannst und wo du auch sehen kannst, wie diese Pflanze beschaffen ist, welcher Art sie angehört und wo du dir dann auch andere Pflanzen dieser Art aussuchen kannst, um da vielleicht so eine kleine Zusammenstellung für dich mal rauszusuchen, was gut zusammenpassen könnte. Und wie am Anfang schon erwähnt, denke mal daran, das ist dein Aquarium und du richtest das so ein, wie dir das am besten gefällt. Das ist ganz wichtig, denn dir muss es am meisten Spaß machen.